Aloha, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Vlogs, Vlog Nummer 29. Und ich bin heute nicht alleine, nein, es ist unglaublich, ich habe einen absoluten Stargast bei mir, Shia LaBeouf. Shia LaBeouf ist ein bisschen schüchtern, deswegen will er sein Gesicht nicht zeigen und hat manchmal einen Helm. Ignoriert ihn einfach, er wollte einfach mal dabei sein und gucken, wie sowas abläuft. Bevor wir jetzt anfangen wieder mit den Fragen, mit den allgemeinen, wollte ich mich natürlich erstmal entschuldigen, dass es mal wieder so lange gedauert hat. Ich weiß, ich habe mal gedacht, dass ich es mal ein bisschen regelmäßiger hinbekomme, aber ihr wisst ja, wer das ist, Privatleben und so weiter und so fort. Und dann gehen andere Sachen vor und so weiter. Und dann passieren halt einige Sachen und so weiter. Und dann sagt man sich, ja, morgen mache ich den nächsten Vlog und dann ist es aber schon wieder zu spät und dann wollte ich ihn eigentlich gestern machen. Yesterday you said tomorrow, so just do it. Ja, ist ja, make your dream ist ja okay. Come true. Just ist ja okay. Ich mache ihn ja jetzt. Scheiße. Naja, fangen wir an mit den Fragen. Und zwar fragt Bukhard 1, hast du der Puppenspieler gespielt? Nein, habe ich nicht. Kann ich eigentlich ganz simpel antworten. Ich habe immer mal gehört, dass es wohl sehr, sehr, ein sehr schönes Spiel sein soll, ein sehr beeindruckendes auf seine Art und Weise. Aber wenn ich jetzt sagen würde, ich weiß genau, worum es geht, würde ich euch anlügen, weil ich habe eigentlich hab ich keine Ahnung. Frage passend zur Star Fox Brille. Das habe ich dir auch schon drunter geschrieben. Das ist keine Star Fox Brille gewesen im letzten Podcast, sondern ein Super Saiyajin Scanner aus Dragon Ball, womit die immer ihre Kampfkraft messen. Aber ist ja kein Ding. Wie ist dein Ersteindruck zu dem bisher veröffentlichten Spielmaterial? Auch da kann ich dir aber eine kurze Antwort geben. Ich habe keine Ahnung, weil ich bin kein Nintendo-Fan und auch kein Star Fox-Fan und habe mich deswegen nicht wirklich drum bemüht. Ich habe früher öfters mal auf dem N64 Lidl Wars gespielt, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Wobei es mich damals schon immer genervt hat, dass man bei Lidl Wars nicht speichern konnte, sodass man das Spiel entweder komplett durchspielen musste oder ich weiß gar nicht, ob es so ein Passwortsystem oder so ein Mist gab. Aber ich glaube, es gab auch irgendwie Tricks, wie man ganz schnell zum Ende kommen kann, indem man die richtige Abzweigung fliegt oder so weiter. Auf jeden Fall fand ich das Spiel ziemlich cool, aber vom neuen Star Fox Material oder was auch immer da kommt, vielleicht seht ihr es gerade hier im Hintergrund, habe ich noch nichts gesehen, weil ich mich wirklich nicht damit so auskenne oder auch nicht so interessiere. Drittens, wo warst du gerade, als du mitbekommen hast, Miyamoto ist tot? Puh, ich schätze mal, da war ich zu Hause. Ich glaube, das erste Mal, als ich es mitbekommen habe, war, als jemand auf meiner PSN-Freundesliste das in seinen Comments, also in seinem Status da stehen hatte, wo drin stand RIP Miyamoto oder so. Ich glaube, da war ich zu Hause. Ist natürlich sehr ein sehr tragischer Verlust, dass der tot ist, aber was soll man machen, ne? Ich schätze mal trotzdem, dass seine Spielserien noch weiterleben werden, jetzt auch ohne ihn, aber naja, traurig ist es trotzdem. Viertens, es kommt ja bald das neue Hitman für PS4. Hast du schon mal einen Teil gespielt? Wenn ja, würdest du das auch Let's Playen? Ich habe von Hitman bis jetzt nur den aktuellsten Teil gespielt, also Hitman Absolution ist es, glaube ich, für die damalige PS3, also für die letzte Konsolengeneration. Und das fand ich ganz okay. Ich war aber noch nie großer Hitman-Fan und was mich bei den Hitman-Spielen so gestört hat, ist, du kommst in einen Bereich und hast eigentlich total große Freiheiten, wie du jetzt deine Zielperson erledigen kannst. Das Problem ist aber, dass wenn du das Spiel zum ersten Mal spielst, du keine Ahnung hast, was du eigentlich alles machen kannst, was dein Charakter kann. Du weißt am Anfang nicht so wirklich, dass er sich verkleiden kann. Du weißt nicht, dass du irgendwie Objekte manipulieren kannst, damit sie irgendwie runterfallen und so weiter. Und das musst du alles selbst herausfinden. Und meistens ist das sehr frustig, weil dann wirst du entdeckt und dann klappt das nicht, dann ballerst du dich durch und dann bist du nicht zufrieden. Es wäre besser, wenn die das in ihr Spiel einbauen würden, dass du irgendwie, vielleicht machen sie es ja auch im Neuen, ich weiß es nicht, dass du in ein Gebiet kommst, eine Zielperson hast und dann wird dir per Kamerafahrt oder so gezeigt, wo Stellen sind, an denen du was machen kannst. Oder, ich weiß nicht, du kannst den Raum analysieren oder so weiter. Dann kannst du nämlich besser planen, wie du das machst.
wenn du mal wirklich einen coolen Kill bei Hitman hinkriegst, bei Hitman-Spielen, dann liegt es entweder daran, dass du das Spiel schon tausendmal gespielt hast und weißt, wo alles ist, oder dass du einfach Glück hattest. Ich hatte bei Hitman Absolution, glaube ich, nur einen Kill, wo ich mich so richtig dran erinnert habe, weil der so gut gepasst hat. Da musste man, glaube ich, diese komischen Nonnen erledigen, die man auch aus den Trailern kennt, die völlig bescheuerten Nonnen mit ihren dicken Brüsten und Maschinengewehren. Und da habe ich es, glaube ich, irgendwie geschafft, dass ich eine zu einem bestimmten Punkt gelockt habe und dann habe ich ein Seil durchgeschnitten, wo sie gerade da stand. Und dann ist ihr was auf den Kopf gefallen, sie ist gestorben. Von da aus bin ich dann weitergelaufen, habe eine andere mit einem anderen Manöver geil umgelegt und so weiter. Wenn sowas passiert, ist es geil. Aber das Problem ist halt, dass du es am Anfang nicht raffst. Ich bin da auch mehr durchgeschlichen und habe stundenlang überlegt, okay, wie komme ich jetzt hier weiter? Was kann ich hier machen? Ich weiß es nicht, bis ich am Ende dann vielleicht mich dann doch durchgeballert habe oder erwischt wurde oder so. Also wenn sie daran was ändern, dann werde ich dem Teil bestimmt nochmal eine Chance geben. Die alten Teile, da gibt es zwar jetzt auch eine HD-Collection von schon seit längerem, aber irgendwie interessiert die mich nicht so, weil das sieht immer alles so stocksteif aus und ich hab nur gehört, dass die Steuerung auch sehr schlimm sein soll von den alten Teilen und das stößt mich schon ab und ja, ist auch nicht so mein Ding. Achso, war ja noch die Frage, ob ich es Let's Playen würde. Da ich jetzt noch nicht so bewandert bin mit der Serie, wahrscheinlich nicht, denke ich mal. Aber wie sagt man so schön, sag niemals nie. So, fünfte Frage. Erstmal vielen Dank für die ganzen Fragen. Ich habe mich ja im letzten Vlog nicht beschwert, aber angemerkt, dass es zu wenig Fragen gab. Aber jetzt habt ihr mir echt Fragenkataloge geschickt. Wenn du die Wahl hast, ein Spiel für 20€ auf Disc oder für 5€ als Download zu kaufen, wäre was deine Wahl? Achso, komische Verstellung. Ich habe es, glaube ich, schon öfters erwähnt. Ich ziehe Disc normalerweise immer vor als Download, weil ich weiß nicht, ich mag das einfach nicht. Ich will was im Regal haben. Deswegen stehen um mich herum immer auch überall Regale mit Filmen und Spielen. Ich will einfach was Physisches haben und nicht diesen Download-Mist, weil ich habe das auch das Problem bei Download-Spielen, das ist ein komisches Problem, aber ich habe mir zum Beispiel Octodad für die PS4 mal runtergeladen. Das gibt's ja, glaube ich, auch nicht auf Disc. Und ich vergesse immer, dass ich dieses Spiel besitze, weil es auf meiner PlayStation 4 gespeichert ist, aber mir nicht ja nicht immer angezeigt wird und ich es nicht immer in Sichtweite habe und dann fällt mir ein, ach, Octodad, das müsste ich eigentlich auch mal weiterspielen. Ich habe es bis heute noch nicht durchgespielt, weil ich es immer wieder vergesse. Und ich weiß nicht, es fühlt sich einfach komisch an. Und was ist, wenn irgendwann mal, ich bezweifle, dass es jemals dazu kommt, aber wenn die Server komplett abgestellt werden, dann kann man sich die Spiele nicht mehr runterladen, wenn man sie nicht mehr hat und so weiter. Und gut, bis das passiert, werden wir wahrscheinlich auch die Disc-Version der Spiele nicht mehr spielen, aber das nehme ich mir immer so gerne als Ausrede. Ich mag Download-Spiele einfach nicht so. Ich will lieber was auf Disc haben. Da habe ich ein besseres Gefühl. Also würde ich eher die Disc nehmen, aber ich würde jetzt nicht, wenn es wirklich ein Preisunterschied von 15€ wäre, dann würde ich, glaube ich, eher warten, bis die Disc-Version ein bisschen billiger wird. Meistens kommt es ja auch noch dazu hinzu, dass der Download in einem Store nicht gerade billiger ist als auf Disc, manchmal ist er teurer. Ich habe mir, glaube ich, mal die Tomb Raider Definitive Edition für die PS4 habe ich mir, glaube ich, so für 30€ gekauft und die gab es im Store zu dem Zeitpunkt als Download immer noch für 60. Aber das ist dann ein bisschen banal. Die updaten das mit den Preisen nie so richtig. Und die sind meistens viel teurer als Download, als Disc und deswegen nehme ich dann lieber die Disc. So, sechste Frage. Raab hört mit TV auf. Ein Grund, wieder Fernsehen zu schauen? Nee, nicht wirklich. Also es war die Frage. Ein Grund, wieder Fernsehen zu schauen? Nee, ich habe eigentlich nichts, was mich am Fernsehen reizt. Mir würde nichts einfallen, was ich jetzt gucken will. Ich habe vor längerem mit dem Thema Fernsehen abgeschlossen, ist jetzt schon mehrere Jahre her und ich vermisse es kein bisschen. Kein bisschen. Und Stefan Raab war da der geringste Faktor, der mich wirklich am Fernsehen gestört hat. Das ist eher komplett RTL und alles, was dazugehört. Außer Super RTL vielleicht, weil die machen auch ganz... Ja gut, die bringen auch nur noch Scheiße für Kinder. Damals war eigentlich alles besser, was im Fernsehen lief. Fernsehen, hau ab mit Fernsehen. Wer will Fernsehen gucken? Es gibt Blu-rays und DVDs, keiner braucht Fernsehen. Siebte Frage. Wie findest du es, wenn das Fernsehen YouTuber in ihre... Snap leg. Das hat man davon, wenn man irgendwelche Superstars zu sich einlädt. Wie findest du es, wenn das Fernsehen YouTuber in ihre Archive lässt, damit sie das Material kommentieren können? Zum Beispiel Rückblick auf den WDR Computerclub. Auch den habe ich nicht gesehen, weil, wie gesagt, ich gucke kein Fernsehen und gucke mir sowas auch nicht im Internet an, wenn es nochmal hochgeladen wird. Aber ich finde es allgemein, wie YouTuber gerade von den Medien hochgelobt werden, ein bisschen albern.
Das ist eigentlich nur so ein Armutszeugnis an das Fernsehen nochmal an sich, weil sie einfach keine Leute mehr haben, die Zuschauer noch interessieren. Und deswegen versuchen sie jetzt, die YouTuber abzugasen, damit sie auch die Kids erreichen können, habe ich so das Gefühl. Und dass sie dann so viele Freiheiten bekommen und dann auch noch Kinofilme und noch mit Angela Merkel quatschen können und so ein Mist. Es geht alles zu weit. Das ist ein bisschen übertrieben, das muss nicht sein. Frage 8. Bist du auch schon heiß auf Just Cause 3? Nicht so wirklich, muss ich sagen. Ich habe zwar Just Cause 2, Just Cause 1 habe ich damals auch gespielt für die PS2, was, glaube ich, die schlechteste Variante war, dieses Spiel zu spielen. Weil es eigentlich schon damals ein Next-Gen-Titel war, aber da gab es die PS3 noch nicht, nur die Shitbox 360 und habe ich gespielt. Es hat mich schon geflasht, diese ganze Freiheit und dieser Fallschirm, den man irgendwie benutzen kann. Bei Just Cause 2 genauso, nur da war es mir dann viel zu groß. Ich habe mir am Anfang eigentlich vorgenommen, cool, du machst jetzt jede Nebenmission auf dieser verkackten Insel und dann dann schaffst du es. Aber ey, das ist so riesig und da tun sich, das sind bestimmt 2 Milliarden Nebenmissionen, keine Ahnung. Und es ist furchtbar. Ist viel zu groß. Und an sich macht es schon Bock, da so lang zu fahren, zu rasen und die ganze Insel zu erkunden und mit seinem Fallschirm und den Düsenjäger einzusteigen und dann auf Autos und so weiter und so fort. Das ist schon ganz cool, dabei war aber die Story und so weiter, war alles so billig inszeniert und so cheesy und ich weiß nicht, die Zwischensequenzen waren komisch, die waren auch auf Deutsch furchtbar synchronisiert. Die Grafik war jetzt auch nicht so der Burner. Ich weiß nicht, ich hatte zu viele Mäkel, als dass es mich komplett begeistern konnte. Just Cause 3, weiß ich nicht, ob ich es mal anfassen werde. Vielleicht werde ich mich vorher ein bisschen darüber schlau machen, wie das jetzt aufgebaut ist. Vielleicht hole ich es mir mal zum günstigen Preis. Aber es ist jetzt kein Spiel, wo ich wirklich an Day One im Laden stehe und es mir unbedingt kaufen will. Ist der Akku deines Controllers auch immer leer, wenn man kurz vorm Tod steht? Der Akku von meinem Controller ist grundsätzlich leer, wenn du meine Let's Plays gucken würdest. Würdest du das wissen? Nee, aber es ist grundsätzlich so, dass man gerade anfängt, dann ploppt es auf, ein Controller ist leer, du stehst auf, wechselst den. Dann hast du das Gefühl, gerade bei den PS4-Controllern, die ja wirklich eine Akkulaufzeit haben von einem Stein, die dann irgendwie 2 Stunden halten und dann denkst du schon wieder, auch schon wieder leer, muss schon wieder wechseln, der andere ist noch gar nicht voll, ja, kann ich nicht spielen. Ja gut, so schlimm war es jetzt noch nie bei mir, aber diese Situation, wo der leer geht und gar nichts mehr funktioniert, in schlimmen Situationen hatte ich auch schon. Mir fällt jetzt kein Beispiel ein, aber ich glaube, es war auch eine sehr kritische Situation, wo gerade auf mich geschossen oder wo ich angegriffen wurde. Ja, das kommt vor, aber es ist zum Glück eher der seltenen Fälle. Meistens ist es so, dass es mittendrin irgendwann leer geht. Wie findest du es, dass immer mehr Spiele nur noch automatisch speichern? Tod, toll, letzter Gegner, 30 Minuten umsonst. Naja, gegen das automatische Speichern an sich habe ich so nichts, wenn es gut eingesetzt wird. Das ist zum Beispiel einer der positiven Punkte an der Assassin's Creed-Reihe, weil der speichert, glaube ich, alle 2 Sekunden, so habe ich das Gefühl, und man muss dann nie wirklich groß nochmal was Neues spielen. In anderen Fällen, wie Metal Gear Solid 5, auf das ich später auch noch zu sprechen komme, kann es aber passieren, dass ihr in einer Hauptmission steckt und eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde da rumschleicht, dann werdet ihr entdeckt, alle ballern auf euch, ihr sterbt, spielt nochmal neu und die Mission beginnt von vorne. Und das ist furchtbar nervig. Andererseits, wenn jetzt, überlegt euch mal, da wäre jetzt so eine Quicksave-Funktion wie bei vielen PC-Spielen drauf, wo ihr einfach nur auf eine Taste drückt und es gespeichert, dann fühlt ihr euch zwar sicherer, aber irgendwann entsteht dann bei euch der Zwang, dass ihr alle 2 Sekunden auf diesen scheiß Knopf drückt und einen Quicksave macht und dann, oh verkackt, Quickload, Quicksave, Quickload, Quicksave, Quickload. Und das würde mich genauso stören wie eine nicht vorhandene Speicherfunktion. Also wenn man es gut umsetzt, dann stört es mich nicht so. Das Einzige, was mich bei so Spielen stört, ist, dass man bei vielen Spielen, die so eine automatische Funktion halt nicht noch einen zweiten Spielstand anlegen kann oder dass irgendwie voll kompliziert ist, dass da was noch anzulegen oder wenn man eine Stelle nochmal spielen will und die gerade keine Missionsanwahl haben, dann kannst du es auch nicht nochmal neu laden, weil du dir keinen separaten Spielstand anlegen kannst. Das war zum Beispiel meine große Angst, als die Final Fantasy X HD Collection angekündigt war damals, wo ich echt Angst hatte, dass sie eine automatische Speicherfunktion reinbauen. Ich weiß nicht, wie ich auf diesen Gedanken gekommen bin, aber ich hatte halt so eine Angst, weil das wäre nämlich echt scheiße gewesen, weil ich mache bei Final Fantasy Spielen grundsätzlich immer, also ich speichere diesen Spielstand und behalte ihn dann fürs nächste Mal, wenn ich durchspiele, dass wenn ich an dieser Stelle bin, nur noch Laden brauche, damit ich schon wieder gelevelt bin, damit ich nicht nochmal die ganze Level-Scheiße von vorne machen muss. Und das wäre bei einem automatischen Speichervorgang natürlich nicht mehr möglich gewesen. Und deswegen bin ich eigentlich relativ froh, dass ich es so belassen habe bei dem Speicher. Ja, das war eigentlich alles, was ich zu sagen habe.
So, die nächste Fragestellerin ist Lia Broccoli. Und sie hat, glaube ich, gar nicht so viele Fragen, aber einen ellenlangen Text, den ich auch vorlesen werde, weil du hast dir schon so eine Mühe gemacht, den zu schreiben, dann werde ich den auch vorlesen. Sie schreibt nämlich: Patriot, ich habe nach 1000 Jahren mal wieder auf deinen Kanal geschaut und oh mein Gott, ich habe deine Let's Plays so vermisst. Danke, ich habe dich auch vermisst, hätte ich gewusst. Ich kann natürlich nicht alle überprüfen, die meine Videos gucken, aber hätte ich gewusst, dass du lange nicht mehr geguckt hast, hätte ich dich natürlich auch vermisst. Ich hoffe, du weißt, wie ich das meine. Und auch gleich Dantes Inferno gerewatcht. Was für ein furchtbares Wort. Anyway, ich wollte mal fragen, wie stehst du eigentlich zu Point-and-Click-Adventures? Ich persönlich bin ein Riesenfan von ihnen, unter anderem, weil es so ziemlich die einzigen Spiele sind, in denen ich nicht jämmerlich scheitere. Naja, falls du sie nicht auch abgrundtief hassen solltest, wäre es mal nice zu sehen, wie du dich in einem anstellst. Es kommt gerade so rüber, als würde ich alles haten, was ich nicht kenne. Aber egal. Ich hänge jetzt einfach mal in hoffnungsvoller Erwartung ein paar Empfehlungen dran. The Book of Unwritten Tales, Satinavs Ketten. Wunderschöne Artworks und Story, aber teilweise etwas komplexe Rätsel. Also genau das Richtige für dich. Ja, genau. Edna bricht aus von Dedelic. Abgrundtief schwarzer... Weißt du, Scheiße, wenn das einfach nicht dein Thema ist, ja, dann sag was. Oder... Also, ja, ist okay. Ist okay. Halt die Klappe! Ignorier den Kerl einfach. Es tut mir leid. Hätte ich gewusst, dass er so ein... Egal. Abgrundtief, schwarzer Humor und trotzdem freigegeben ab 6. Okay. Ich glaube, man kann sich vorstellen, wie böse dieses Spiel ist. PS, das war nur zu 40% Sarkasmus. Das Spiel ist böse. Davon der zweite Teil, habe ich neue Augen. Nun ja, man spielt ein unschuldiges Kindermädchen namens Lilly, aber ihre Arme waren zu kurz. Okay. Okay, sorry, das war ein Insider. Jedenfalls ist das Spiel bitterböse und meiner Meinung nach sogar besser als der erste. The Night of the Rabbit, wirklich ein wunderschönes Spiel, sowohl von Story wie vom Artwork her. So, gibt sicher noch viele bessere, schönere, tollere Titel, aber das ist mal so eine kleine Auswahl meiner Favoriten. Ich bezweifle allerdings, dass du die Spiele antun wirst, die zu 80% aus Rätseln bestehen. Anyway, ich wollte trotzdem fragen. Und noch schnell zum Schluss, du machst wirklich klasse Let's Plays, hör bitte niemals auf damit. Ja, in meinem Kopf klang das weniger kitschig. Naja, jedenfalls klasse Kanal, dir noch einen schönen Tag. Danke, dir auch und danke für das ganze Lob. Also, das hat mich wirklich gefreut. Aber wie du schon richtig vermutet hast, ja, Point-and-Click-Adventures sind nicht so mein Fall. Obwohl ich diese Spiele unfassbar interessant finde, muss ich wirklich sagen, weil Point-and-Click-Adventures eignen sich super dazu, wie du auch geschrieben hast, mit deinen schönen Artworks und Story, die eignen sich super dazu, eine Story zu erzählen. Ja, aber wie das halt so ist, wie du schon erwähnst, dass das Problem dabei ist, dass es wirklich zu 80% aus Rätseln besteht und da verliere ich dann zu schnell die Geduld. Meine Schwester spielt ein paar Dedelic-Adventures. Oder eins, ich habe vergessen, wie das heißt. Es ist so ein komischer kleiner Junge, vielleicht hast du es auch genannt, aber ich weiß jetzt gerade nicht mehr. So ein komischer kleiner Junge mit so einem Harley Quinn-Outfit. Ich habe vergessen, wie es heißt. Tut mir leid. Und davon ist die aber auch sehr begeistert, aber hängt da auch ab und zu mal bei den Rätseln. Das Einzige, was ich so Point-and-Click-mäßig gespielt habe, würde ich jetzt sagen, wenn man es noch in die Kategorie einordnen könnte, war so... die Telltale-Spiele, sowas wie Walking Dead oder Wolf Among Us oder auch das Jurassic Park-Spiel. Aber das sind ja eher so Point-and-Click-Light, würde ich sagen. Die haben nicht diese Kopfnussrätsel, Gott sei Dank, und legen mehr Wert auf Story und Atmosphäre und so weiter. Ja, aber wenn ich allein durch hier jetzt Game One, die es jetzt ja leider nicht mehr gibt, damals erfahren habe, wie die zum Beispiel Day of the Tentacle hochgelobt haben, ein altes LucasArts-Adventure. LucasArts hat ja sowieso damals fast nur diese Point-and-Click-Adventures gemacht. Das ja mit ihrer Meinung nach eines der besten Spiele aller Zeiten sein soll und ich das auch sehr lustig fand, was ich da gesehen habe. Reizt es mich auch schon immer, das zu spielen, aber es schreckt mich dann halt doch ab mit dem Rätseln. Wie zum Beispiel, ich glaube, sie haben mal in einem Podcast oder so erwähnt, es gibt in irgendeinem, kann auch sein, dass es Day of the Tentacle war, ein Rätsel, da musst du dafür sorgen, dass es anfängt zu regnen. Und was musst du da machen? Du musst dein Auto waschen, weil immer wenn du dein Auto wäschst, regnet es natürlich. Das ist dieser allgemeine Klischee-Denken. Und dann regnet es. Das sind so Kopfnüsse, den lachst dich zwar drüber kaputt, wenn du es rausbekommen hast, aber bis du erstmal drauf kommst, da habe ich schon, ist schon alles zu spät. Naja, machen wir weiter mit der nächsten Frage. Why are Warfare? Stellt die Frage. Und zwar fragt er: Oh mein Gott, ich merke, dass Firefox mir endlich wieder die Fähigkeit gibt, YouTube-Kommentare zu posten. Freue mich gerade ein wenig. Ich kenne dieses Problem tatsächlich. Ich weiß nicht, ob es wirklich an Firefox liegt, weil manchmal habe ich das auch bei Google Chrome.
Manchmal klappt, ich glaube, das liegt eher an YouTube. Manchmal kann man einfach keine Kommentare posten. Oder wenn man gerade einen Kommentar bekommen hat und antworten will, geht's nicht. Und ich raff es nicht, warum. Aber egal. Freue mich gerade ein wenig. Zuerst muss ich mich erst einmal entschuldigen, dass ich schon bestimmt seit 10 Vlogs einfach nichts mehr geschrieben habe. Tut mir wirklich leid, aber ich muss echt zugeben, dass auch mir die Fragen langsam ausgingen und ich einfallslos wurde. Ja, dazu muss ich mich auch entschuldigen, wenn ich wirklich interessante Themen hätte, dann müsst ihr gar nicht so viele Fragen stellen, aber da ich eher ein langweiliger Typ bin, habe ich nicht so viel, über das ich reden kann und deswegen wende ich mich da an euch und ich bin euch auch immer sehr dankbar, wenn ihr mir die Fragen schickt. Gerade Wiper Warfare, der ja immer wirklich riesen Fragenkataloge macht und jetzt hat er auch ein paar. Wo waren wir denn? Deswegen dachte ich mir, lasse ich auch mal dir eine Pause von meinen vielen Fragen. Nun, dass aber dann da aussieht, dass die Fragen immer weniger werden und ich dieses Format immer sehr ansprechend gefunden habe und es auch immer noch finde, gebe ich erneut meinen Senf dazu. In der Hoffnung, dass mir was Gescheites einfällt. Kennst du die sogenannten Reaction-Videos? Und wenn ja, wie findest du die Idee dahinter? Achso, hier steht noch was. Tyrone Magnus wäre ein Beispiel als Reaction-Kanal. Ich wusste gar nicht, dass es so ganze Kanäle gibt, die nur so Reaction-Videos machen, aber Reaction-Videos an sich finde ich immer sehr lustig und sehr interessant. Das aktuellste Beispiel wäre, glaube ich, die Reaction zu den Star-Wars-Trailern oder gerade zu dem neuen Star-Wars-Trailer, der rauskommt, da gibt es ja unfassbar viel und auch zu den Teaser und den zwei Trailern gibt es ja unfassbar viele Reaction-Videos und die sind auch immer sehr, sehr empfehlenswert und sehr lustig. Dann habe ich mir oft Reaction-Videos zur Red Wedding aus Game of Thrones angeguckt. Also es ist schon sehr lustig zu sehen, wie Leute abgehen. Das lohnt sich aber auch nur, wenn die Leute wirklich, wirklich drauf abgehen. Weil wenn die da so sitzen, wow, und das war's, dann macht das nichts. Deswegen macht es auch bei mir keinen Sinn, wenn ich mal so ein Reaction-Video mache. Nicht ausgeschlossen, dass ich irgendwann mal eins mache, aber ich weiß, wie ich auf Sachen reagiere. Bei der Red Wedding saß ich zum Beispiel auch so da, während meine Freundin nebendran total abgegangen ist und ich fassen konnte, was gerade passiert ist und geschrien hat, oh mein Gott, was soll das? Wie soll die Serie jetzt noch weitergehen? Dann saß ich da, oh, ja, ist aber schlecht, oder? Und das war dann nicht so beeindruckend. Das ist vielleicht lustig oder so, wenn man sich das vorstellt, aber ich reagiere nicht so krass, deswegen macht es bei mir nicht so viel Sinn. Dennoch schaue ich sie mir gern an. Wir könnten aber auch mal den Shire fragen, was er davon hält. Wie findest du denn Reaction-Videos? Schon mal was davon gehört oder so? I can't fucking embrace it! Ich muss mich echt für meinen Star-Gast entschuldigen. Der hat, glaube ich, irgendwie, ich glaube, der hat ein Alkoholproblem. So, aber sagt ihm das nicht. Ich weiß es auch nicht. So, was hat er denn noch? Was würdest du an YouTube, also an der Seite an sich, ändern? Zum Beispiel Kanaldesign etc. Ey, das ist echt schwer. Die ändern ihre Seite ja andauernd und wir fucken uns jedes Mal drüber ab, dass es jetzt anders aussieht. Man gewöhnt sich dann wieder dran, dann machen sie wieder was anderes. Also ich weiß nicht. Also momentan komme ich eigentlich ganz gut klar mit der Seite. Ich vermisse ein bisschen das alte Kanaldesign, wo man noch wirklich sein ganzes Design selber einstellen konnte mit dem Hintergrund und so weiter. Das habe ich früher mal ganz gerne gemacht. Jetzt hatte ich das ja nur noch beschränkt auf diesen Banner da oben. Ja, aber ansonsten fällt mir da jetzt nichts ein. Ich weiß, es gibt bestimmt viele Sachen, die man verbessern könnte. Zum Beispiel, indem YouTube ein wenig Geld an die GEMA bezahlt, damit sie nicht alles sperrt. Aber gut, das hat ja nichts mit dem Design zu tun. Naja, aber ansonsten fällt mir da jetzt nichts wirklich ein. Also momentan komme ich ganz gut zurecht mit der Seite. Wie stehst du zu Kunst? Damit meine ich nicht Kunst wie Gemälde im Kunstmuseum oder so, sondern zum Beispiel Fanarts von Herr der Ringe, wenn es wirklich gut gemacht ist. Naja, also wie gesagt, wirklich so Kunst im Kunstmuseum, wie du nicht meintest, finde ich auch stinklangweilig. Und ich bin auch einer, der immer davor steht und sich denkt, das ist Kunst? Das ist doch keine Kunst, das kann ich machen. Ja, das sagt man sich so oft, und dann kommt ein anderer Klugscheißer, der sagt, ja, dann mach doch. Und dann stehst du wieder doof da. Wir haben zum Beispiel, da machen sich meine Schwester und ich immer drüber lustig, wir haben in der Nähe hier einen Mediamarkt und vor diesem Mediamarkt stehen Kunstgemälde. Ja, ich weiß nicht warum. Sie haben nichts mit dem Mediamarkt zu tun, sondern neben ist irgendwie eine Firma. Ich weiß gar nicht, kann auch sein, dass es irgendwas mit Kunst zu tun hat. Ich habe mich da noch nie so wirklich mit beschäftigt. Auf jeden Fall stehen da Gebilde vor, die Kunst sein sollen. Da steht zum Beispiel auf einer Wiese eine riesengroße orangene Scheibe, wirklich nur eine Scheibe, eine Plastikscheibe, die orange ist und die so ein bisschen angewinkelt steht und das soll die Sonne darstellen. Da steht dann drunter Rolling Sun.
Auf einer anderen Wiese steht ein großer metallener Würfel. Ich habe vergessen, wie dieser Würfel bezeichnet wird, aber das soll auch Kunst sein. Und damit kann ich gar nichts anfangen. Aber so Fanarts und so weiter, ich sehe das öfters bei, zum Beispiel bei den Rocket Beans Videos, wenn sie beim Kino Plus haben die dann ein Format, wenn sie über Kinofilme reden, dann machen die öfters Gewinnspiele, wo auch Leute dann gezeichnete Sachen hinschicken sollen. Da bin ich manchmal echt beeindruckt, was manche Leute für Fantasie haben oder wie gut sie zeichnen können. Also ich bin dafür schon zu haben, aber ich bin jetzt nicht einer, der akribisch danach sucht oder so. Aber wenn ich sowas sehe, dann finde ich das immer wirklich sehr interessant. Ja, und von Herr der Ringe gibt es ja eh viele und ja, sofern sie gut aussehen, finde ich das auch toll, sowas. So. Hast du dir schon mal jegliche Gedanken gemacht, wie viele Dinge in Spielen unlogisch sein können? Unlogische Dinge in Pokémon von, Moment, ich muss umblättern, von Lenificate des Größen. Sagt mir jetzt nichts. Ja, klar, also wenn man da jetzt wirklich immer tiefer in die Spiele reingehen würde, wenn man sie spielt und über gewisse Sachen genauer nachdenken soll, dann kommt natürlich. Es ist natürlich vieles unlogisch und Bullshit und so weiter. Aber mir macht das den Spielspaß nicht kaputt. Sofern es nicht wirklich total kritisch ist. Wenn du, weiß ich nicht, wenn du irgendwas hast, wo du die Aktion des Charakters oder so überhaupt nicht nachvollziehen kannst, was er da macht. Sowas finde ich dann immer ein bisschen störend und das beeinflusst dann auch den Spielspaß. Aber so andere Dinge, wenn so kleine Logiklücken sind, dann kann ich da auch drüber hinwegsehen. Man sollte einfach nicht zu tief oder zu genau über so manche Videospiele nachdenken. Magst du Bratwurst? Hoppla, ich meine, magst du Energy Drinks? Erste unnötige Frage des Tages. Nee. Und ich habe wirklich alle probiert über Red Bull. Also nicht alle, aber ich so einige. Red Bull schmeckt zum Kotzen. Dr. Pepper ist zum Kotzen. Root Beer ist zum Kotzen. Man hat einfach das Gefühl, ich spreche jetzt nur für mich, ich würde euch da gar nichts absprechen, aber es ist für mich halt das Gefühl. Ich habe einfach das Gefühl, wenn ich dieses Zeug trinke, als würde ich mir einen ganzen Kilo Zucker auf einmal reinschütten. Man merkt richtig, wie es hier runterläuft und direkt hier Fett ansetzt. Und sich mit deinem Gedärm bettelt und sie verdrängen will oder krank machen will oder so. Und es gab ja auch mal einen Vorfall, habe ich vor kurzem erfahren, irgendwo gibt es eine Tussi, war in Amerika oder so, die hat 25 Dosen Red Bull am Tag getrunken. Und was ist passiert? Sie ist, ich glaube, Diabetikerin, also schwere Diabetikerin geworden und erblindet. Und ja gut, es passiert vielleicht auch, wenn man 25 weiß nicht, Flaschen Cola am Tag trinkt, aber weiß ich nicht, ich mag diese Energy Drinks nicht, die sind einfach so klebrig und zu süß und boah, ist nicht mein Ding. So, bist du ein Morgenmuffel? Eigentlich gar nicht. Es sei denn, ich muss arbeiten oder irgendwo hin, wo ich keinen Bock drauf habe, dann will ich lieber immer schlafen bleiben. Aber wenn ich frei habe, zum Beispiel heute habe ich frei, dann stehe ich immer schon relativ früh auf, dann kann ich auch nicht so wirklich ausschlafen, weil ich immer dann, boah, ich habe jetzt den ganzen Tag für mich, was mache ich heute alles? Ja, und dann stehe ich auf und fange an. So ist es halt. Ja, also nur wenn ich irgendwie Termine habe oder irgendwo hin muss und morgens stehen muss, dann bin ich morgen dafür. Wird es von dir irgendwann mal ein Let's Play zu Bloodborne geben? Ich weiß die Antwort eigentlich schon, aber ich frage trotzdem mal. Ich weiß nicht, also ich habe ja auch oft gesagt, dass es nie ein Let's Play zu Demon oder Dark Souls geben wird. Und siehe da, es gibt ein Let's Play zu Demon oder Dark Souls. Deswegen ist auch Bloodborne nicht hundertprozentig ausgeschlossen, aber die Chancen sind eher gering. Meine Freundin besitzt dieses Spiel zwar, aber ich weiß es noch nicht genau. Sie fand es auch gut, aber sie fand es nicht so gut wie Dark Souls. Und ich weiß auch nicht, ob sie da Bock hätte, das mit mir nochmal zu spielen. Vor allen Dingen müsste ich mir dann das auch nochmal kaufen, weil ich keinen Bock habe, das allein zu spielen. Und ich weiß nicht mal, ob es da wirklich so einen Koop-Modus gibt wie bei Dark Souls. Deswegen stehen die Chancen eher schlecht. So. Wie ist deine heutige Meinung zum Film Gladiator mit Russell Crowe? Da stelle ich mir jetzt die Frage, wieso stellst du mir diese Frage? Ist das wegen meinem Movie-Check von damals? Weil da fand ich ihn ja auch eigentlich ziemlich gut, obwohl ich da voll für aufs Maul bekommen habe. Ich habe damals Gladiator im Movie-Check vorgestellt in meinem ehemaligen, wer sich vielleicht noch erinnert, und habe dem eine Wertung, glaube ich, von 9 von 10 Punkten gegeben oder 8 von 10. Und ich habe da auch nichts anderes gesagt. Es ist wirklich ein toller Film und ich mag ihn auch. Aber er hat auch so ein bisschen seine Längen ab und zu. Und er ist nicht ein Gottesgeschenk, was vom Himmel kam, fand ich. Es ist ein super Film, keine Frage. Ich gucke ihn mir gerne an. Ich habe ihn ja auch selber zu Hause und so weiter. Und ja. Also ich finde es nach wie vor einen tollen Film. Ich weiß nicht, warum sich da damals alle aufgeregt haben. Nein, was auch immer. So, was ist dir lieber? Mittelalter, Fantasy-Setting aller Herr der Ringe oder das Zukunftssetting aller Star Wars?
Boah, das ist so eine Frage, die kann man nicht eindeutig beantworten. Sofern das Universum in sich stimmig ist in dieser Welt, kann mir beides gefallen. Herr der Ringe, ich mag zum Beispiel das Fantasy-Setting von Herr der Ringe super gerne mit den ganzen Orks und so weiter. Aber wenn ich dann so diese generischen anderen Settings sehe von irgendwelchen Billo-Serien oder so weiter, die so Feen haben und schlecht gemachte Orks, das mag ich wieder nicht, weil es ist halt, fühlt sich komisch an, es ist einfach billig. Und ein gutes Beispiel ist zum Beispiel auch meine Freundin, die guckt gerade eine Serie, die heißt Once Upon a Time, wer sie kennt. Und ich will jetzt gar nichts gegen die Serie sagen und die Idee dahinter ist auch echt cool mit den ganzen Märchengestellten und so weiter. Diese Serie sieht so unfassbar billig aus. Das ist unglaublich. Das sieht manchmal aus wie so eine Schulaufführung von einer Leinwand oder so. Und das ist das, was mich so abschreckt. Und da finde ich dieses Fantasy-Setting dann wieder nicht so geil. Und bei Science-Fiction ist es eigentlich dasselbe. Star Wars ist super. Dann gibt es aber auch wieder irgendwelche Negativbeispiele, die mir jetzt gerade nicht einfallen, aber wo man einfach merkt, die Leute haben da einfach alles, was sie als Sci-Fi haben, einfach reingeklatscht. Es wird sich schon verkaufen, weil es Sci-Fi ist und dann mag ich es nicht so. Also man kann es nicht ganz genau beantworten. So, was hältst du von einem God of War im alten Ägypten oder bei den Wikingern? Habe ich, glaube ich, auch schon mal oft genug beantwortet. Ich fände es super, weil dann wäre es mal was anderes, weil er hat jetzt schon alle griechischen Götter durch. Jetzt können wir eine andere Mythologie können. Ist mir scheißegal, wie sie es erklären, ob sie auch wieder Kratos nehmen oder einen komplett anderen Helden. Selbst wenn sie erklären würden, er ist durch ein Zeitdimensionsportal in eine andere Mythologie gestolpert oder so. Egal. Wenn sie es cool inszenieren mit neuen geilen Göttern oder so weiter. Gerade Ägypten mit dem Sonnengott Ra und so weiter. Das wäre doch super. Naja, wir werden abwarten, was da kommt. Bis jetzt ist ja noch nichts offiziell angekündigt. Naja, wir warten einfach mal ab. Dass da was kommen wird, ist, glaube ich, relativ sicher. Wie stehst du zu den ganzen DC-Marvel-Universen? Ich bin kein Comicleser, deswegen kenne ich mich nicht hundertprozentig damit aus. Ich lerne diese ganzen Charaktere immer nur durch die Filme kennen. Aber die Filme mag ich halt sehr gerne. Die von Marvel ein bisschen mehr als von DC, weil DC hat so ein paar mehr Ausfälle gehabt als Marvel. Aber auch DC hat coole Filme. Wobei ich im Moment echt noch zwiegespalten bin, wie es mit Batman vs. Superman nächstes Jahr aussehen wird. Ich weiß nicht, der Trailer sah ganz okay aus, aber auch nichts Besonderes irgendwie. Und ja, wir müssen mal abwarten. Also ich bin auf jeden Fall nicht abgeneigt dagegenüber. Ich bin nur kein Experte da drin. Wenn mir jetzt einer kommt und sagt, ja, im nächsten Marvel-Film spielt der und der Bösewicht mit, dann stehe ich da erstmal und frage, okay, wer ist das? Muss man den kennen? Und ja, dann, ich lerne diese Charaktere immer erst durch die Filme kennen. Aber wie gesagt, ich mag sie halt. So, bist du in diesem doch sehr heißen Sommer mal wieder ins Schwimmbad oder an einem See gegangen und kannst du überhaupt schwimmen? Weil Gamer ja nie nach draußen gehen und sich ja nicht einmal im Jahr duschen und so. Ich dusche mich zweimal im Jahr. Einmal an Weihnachten und einmal an Silvester. Oder was, Ostern? Ich weiß nicht, ist schon lange her. Ja, der Sommer ist ja jetzt mittlerweile fast vorbei. Es wird ein bisschen kälter, aber in dem Sommer bin ich, ja, ich kann schwimmen, kann ich erstmal dazu. Ich kann sogar sehr gut schwimmen. Eine meiner wenigen guten Fähigkeiten. Und ja, ich war auch sehr oft schwimmen im Sommer. Ich habe auch Urlaub gemacht mit meiner Freundin und dann waren wir in einem einmal in einem Erlebnisbad mit Rutsche und Wellenbad und so weiter und so fort, was sehr cool war. Und dann waren wir noch in einem Naturbad, heißt es, wo das Wasser, was da drin ist, nicht durch Chlor gereinigt wird, sondern durch Algen, die Algen nicht mitschwimmen. Sondern in einem separaten Becken an einem Seiten wird das Wasser da gereinigt durch die Algen und dann wieder umgeleitet. Und es war eine interessante Erfahrung, aber es hat mir nicht so gut gefallen, weil ich bin dann doch lieber in dieses künstlich gereinigte, aufgewärmte Wasser eher gewöhnt in den Schwimmbädern, weil dieses Naturwasser, das ist dann schon mal ein paar Grad kälter, weil es natürlich auch draußen war, das kam noch da halt so hinzu. Und naja, es kommt zwar nichts von den Algen, also große Algen nicht da durch oder so, aber es schwimmen dann doch schon immer so kleine Fetzen mit und ich mag einfach nicht, wenn sowas im Wasser schwimmt. Das ist so, wie wenn ihr hinter Wasser schwimmt und so ein Haar an eurer Hand klebt. Das ist so ein bisschen, ja, und ja, der Boden ist dann auch so ein bisschen vermoost und so weiter. Es war auf jeden Fall ein schönes Schwimmbad, hat auch Spaß gemacht, nur ich mag dieses Chlorwasser halt mehr. Könntest du mir ein paar Fragen leihen? Gute Frage. Eher nicht. Ich habe langsam keine mehr. Wie denkst du darüber, dass Skateboarding oder eher Longboarden, was ein ekelhafter Begriff ist, langsam wieder in Mode kommt, wie es ja schon gegen Ende der 90er war? Ich muss sagen, mir ist es gar nicht so wirklich aufgefallen. Ich habe ab und zu mal, zum Beispiel wenn ich einkaufen war, kamen mir so ein paar entgegen mit diesen übergroßen Skateboards entgegen. Da haben die so unter den Arm getragen.
Und ich hatte mal Angst, dass die dann, weiß ich nicht, die Regale umhauen, alles rauswerfen. Aber dass das jetzt so wirklich wieder im Trend ist, ich sehe relativ wenige. Was ich viel mehr sehe, sind Leute, die auf Rollern fahren, also diese Kickroller, die damals auch so populär waren. Sogar Erwachsene und so weiter. So. Das war es, glaube ich, echt nur meine Fragen. Mir gehen die Fragen langsam echt aus. Tut mir leid. Ich hoffe, dass noch weitere Fragen schnell kommen. Und was deine Idee bezüglich Movie-Checks angeht, ich finde es großartig. Auch so deine kleinen Reviews zu den Spielen, die du zuletzt gespielt hast, finde ich unterhaltend und gut. Kannst du echt mit einbauen. Danke. Das werde ich auch weiterhin machen, sofern ich was dazu habe. So, Shadow Raymond fragt: Hi Patriot, da du ja wenig Fragen bekommen hast, habe ich mal zwei Fragen für den nächsten Vlog. Erste Frage: Freust du dich auf das The Legend of Zelda für die Wii U? Und wie stehst du generell zu der Serie, eher weniger oder auch so faszinierend wie ich und viele andere auch? Weil ich mir denke, dass es dir gefallen könnte, dass es auch ein Action-Adventure ist und du könntest dir ein Spiel davon oder das neue als LP mal vorstellen. Das ist sehr schnell geschrieben, oder? Weil es mal eine Abwechslung wäre bei dir, da ja generell so eher PlayStation-Spiele spielst auf deinem Kanal. Ja, die Legend of Zelda Serie. Ich bin ja sowieso eigentlich kein großer Nintendo-Fan. Ich habe zwar die gängigen Konsolen, ich habe auch eine Wii U. Zu dem neuen Zelda habe ich jetzt aber auch noch nichts gesehen. Ist das gleiche wie bei was anderes, Star Fox, was wir eben hatten. Es interessiert mich einfach. Entschuldigung. Es interessiert mich einfach zu wenig, als dass ich mich damit wirklich befassen würde. Aber ich hatte ja natürlich auf jeden Fall schon mal Kontakt mit der Serie. Ich habe Ocarina of Time auf meiner damaligen Wii, die ich jetzt meinen Eltern vermacht habe. Eigentlich war es die Wii meiner Eltern. Ich habe sie nur da gelassen, als ich ausgezogen bin. Aber ist egal, da hatte ich Ocarina of Time drauf gespielt, was wirklich ein super Spiel ist. Aber auch die Zelda-Spiele bestehen zu großen Teil aus Rätseln und deswegen bin ich damit auch nicht so warm geworden. Beziehungsweise es hat mich damals, als ich kleiner war, hat mich Ocarina of Time sowas von umgehauen und fasziniert, dass ich es unbedingt spielen wollte. Aber heutzutage kann ich mit der Zelda-Serie einfach nichts anfangen. Ich finde, die ist auch ein bisschen stecken geblieben, da tut sich auch nicht viel. Ich weiß nicht, wie das neue Wii U Zelda aussieht. Ja. Aber wenn du mal eine Abwechslung zu PlayStation-Spielen haben willst, ich habe auch andere Spiele gespielt. Ich habe zum Beispiel nicht auf dem Kanal, sondern auf dem Videospiel-Tagebuch-Kanal, also meinem Zweitkanal, der auch irgendwo auf meinem Kanal verlinkt ist. Ich glaube, ganz oben, wo der Banner ist, da steht Game Tests und Reviews, da könnt ihr draufklicken und seid ihr direkt da. Da habe ich ein Let's Play mit einem Kollegen gemacht zu New Super Mario Bros. Für die Wii, was sehr lustig war. Ja, aber ansonsten Zelda nicht so mein Ding. So, zweite Frage. Hast du Metal Gear Solid 5 schon intensiv gespielt und wie gefällt es dir bislang und was hältst du vom Open-World-Szenario? Ja, da wollte ich gleich sowieso noch ein bisschen drauf eingehen, aber ich muss sagen, Metal Gear Solid 5 ist ein gutes Spiel für mich, aber bis jetzt das allerschwächste Metal Gear Solid, was ich jemals gespielt habe. Das liegt zum einen daran, dass man, wir können es ja auch jetzt kurz auskleiden, wenn du mich schon fragst. Das liegt zum einen an der Story. Man erwartet natürlich von der Metal Gear Solid eine groß eingelegte Story mit, weiß ich nicht, halbe Stunde an Zwischensequenzen. Das hat man nicht. Man hat einen echt coolen Auftakt im Spiel, der einen für eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde beschäftigt. Das ist wirklich cool. Und danach kommt man in die Open World. Und es passiert erstmal für, weiß ich nicht, 5 Stunden nichts mehr. Man geht von einer Mission zur nächsten und es wird immer nur so, ja, befreie den, hol den ab und keine Zwischensequenz, gar nichts. Man kehrt ab und zu seiner Motherbase zurück, dann hat man so ein paar Mini-Zwischensequenzen, wo Ocelot den Leuten das Schießen beibringt oder was weiß ich. Und ja, ich sitze dann einmal so da und sobald ich eine Hauptmission mache und es kommt eine Zwischensequenz, die ein bisschen wichtiger ist, dann wache ich auf und mache, oh, sorry, okay, ich muss aufpassen. Und dann sitze ich da und denke so, oh, jetzt kommt irgendwas Geiles und die Zwischensequenzen sind auch cool, aber sie sind sehr kurz und geben auch nicht so viel Preis. Und ich finde einfach, dieses ganze Open-World-Szenario passt absolut nicht zu Metal Gear Solid. Sie hätten das ganze Open-World-Szenario einfach komplett streichen sollen und es wieder linear machen sollen. Oder vielleicht linear mit großen Gebieten, wenn man in einer Hauptmission ist oder so. Aber das ist mir einfach alles zu viel, auch mit diesen ganzen Hauptmissionen, mit dem ganzen Motherbase-Upgrade und so weiter. Das hat im Peace Walker Spaß gemacht, das macht auch hier noch Spaß, aber es nimmt einen trotzdem immer so ein bisschen aus der Reihe raus. Und dann haben sie da auch noch so einen anderen Schnickschnack dran geklatscht, den ich nicht brauche, wie zum Beispiel diese Online-Funktion, dass andere Spieler deine Motherbase angreifen können und du kannst dann ihre angreifen und so weiter. Das brauche ich alles nicht. Haut mir ab damit. Ich will einfach nur Metal Gear Solid spielen, so wie ich es gewohnt bin und die Story einsaugen. Und das macht das Spiel halt sehr, sehr schlecht, finde ich. An sich funktionieren die Sachen an
auch, es wäre auch ein super Spiel, wenn es nicht Metal Gear Solid heißen würde. Deswegen bin ich da wirklich momentan echt von enttäuscht und ich muss mich wirklich aufraffen, das nur weiter zu spielen. Zudem gibt es neben den Hauptmissionen auch noch 157 Nebenmissionen, sind es, glaube ich, genau. Und also ich glaube, es waren 157. Wie viele waren es nochmal genau, Shire? 57.910.000. Nein, nein, so viele waren es. So viele waren es nicht. 100, nein, hör auf! 227, ich glaube, es waren 157. Jedenfalls, diese Missionen, die langweilen euch auch nach einer Zeit, weil sie sich immer wiederholen. Ja, und die Nebenmissionen wiederholen sich auch ab und zu. Denn es gibt irgendwie, glaube ich, schon so 5, 6 Unterkategorien von Nebenmissionen, die es gibt. Rette einen vermissten Söldner, rette einen Gefangenen, hol einen Elite-Soldaten raus, eliminiere die Panzerfahrzeugeinheit, eliminiere die schwere Panzerfahrzeugeinheit, eliminiere die Minen oder also räume das Minenfeld und so weiter. Und da gibt es nur so eine Handvoll von verschiedenen Nebenmissionen, also von verschiedenen Kategorien und diese wiederholen sich dann immer. Zwar immer an anderen Orten und auch mal immer ein bisschen schwerer und so weiter, aber man macht es einfach nur, wenn man denkt, ja, okay, damit es auf dieser blöden Liste nicht mehr angezeigt wird, mache ich das jetzt mal und damit ich mir ein paar Punkte verdiene, womit ich neue Upgrades machen kann. Ja, also Metal Gear Solid 5 ist bis jetzt mit einer meiner größten Enttäuschungen dieses Jahres leider. Wie gesagt, es ist kein schlechtes Spiel, nur halt ein sehr schlechtes Metal Gear Solid. So, dann fragt Johannes, 12 Jahre, der mittlerweile 16 ist, kannst du mal ein Horror-Game Let's Playen? Wäre lustig mit Until Dawn. Bestimmt irgendwann mal. Das Problem ist aber, dass ich die meistens dann mit meiner Freundin zuerst spiele und nicht blind und deswegen nicht blind spielen kann. Until Dawn haben wir zum Beispiel auch zusammen durchgespielt und das war jetzt auch ja nicht wirklich gruselig. Da gab es ein paar Schreckmomente, wenn irgendwas ins Bild gesprungen kam oder so, wo wir uns ein bisschen erschrocken haben, aber ansonsten ja, da findet sich bestimmt irgendwann mal was, aber momentan habe ich jetzt keins so auf der Liste, weil ich auch nicht der große Fan von Horror Games bin. Wobei, fällt mir gerade ein, habe ich das schon getan, auch wieder auf dem Videospiel-Tagebuch-Kanal. Da haben der Kollege und ich nämlich Dead Space 1 und 2 durchgespielt. Dead Space 1 war nicht blind, Dead Space 2 aber haben wir blind durchgespielt. Und kann ich auch jetzt verraten, ist noch nicht hochgeladen, aber wir sind jetzt gerade auch bei Dead Space 3 dran und Let's Play is blind. Aber wie gesagt, es ist noch nicht hochgeladen, aber es kommt in ferner Zukunft, denke ich mal. So, der vorletzte Fragensteller, Sebastian Altmann. Um mal auf die Nintendo-Frage zu kommen, konntest du dir ein paar Nintendo-Klassiker auf der PlayStation vorstellen oder gar eine Zusammenarbeit? Ich glaube, so eine Zusammenarbeit würde erst stattfinden, wenn Nintendo tatsächlich pleite geht oder kurz vor dem Ruin stehen würde. Weil die Wii U verkauft sich ja auch nicht. Keiner will mehr Spiele entwickeln für die Wii U. Es sieht sowieso sehr schlecht aus momentan für Nintendo. Zumal PlayStation oder Sony und Nintendo haben ja mal zusammengearbeitet, bevor es die PlayStation gab. Daraus ist sie ja erst entstanden. Und da hat man auch gesehen, Nintendo ist nicht so der, mit dem man wohl gerne zusammenarbeitet, weil die hatten damals ja in der Zeit für den Super Nintendo Final Fantasy VI in Entwicklung und was sollte Sony machen? Die sollten, glaube ich, ein Laufwerk oder sowas bauen für den Super Nintendo, damit die auch so gerenderte Sachen uns machen können. Aber Nintendo hat es dann mit Sony zerstritten und daraufhin ist dann die PlayStation entstanden. Und deswegen weiß ich nicht, ob da so eine Zusammenarbeit wirklich in Frage kommt. Und natürlich hätte man so ein paar Nintendo-Klassiker gerne auf der PlayStation, wie die ganzen Marios und so weiter, auch wenn ich da jetzt auch nicht der größte Fan von bin. Oder auch ein Zelda, wie wir eben schon besprochen haben. So dass man so eine richtig gute Optik und mit HD zu sehen, wäre schon cool, aber ich glaube nicht, dass es in naher Zukunft passiert, sowas. So, jetzt kommt der letzte Fragensteller. Und zwar Kratos 1510 hat mich über das PSN gefragt. Stell dir mal vor, du Let's Plays ein Spiel blind. An einem fortgeschrittenen Punkt im Spiel kommst, würdest du eher das Let's Play abbrechen oder so lange versuchen, bis du es schaffst? Vielleicht auch unter dem Verlust von Controllern. Also das Let's Play komplett abbrechen würde ich wahrscheinlich nicht. Ich würde es wahrscheinlich so lange versuchen, bis ich es schaffe. Der eine oder andere Controller würde bestimmt auch zu Bruch gehen. Na gut, es kommt immer aufs Spiel an, wie heftig das jetzt wirklich ist. Aber ich würde es, glaube ich, dann eher so machen, dass ich wirklich so lange versuche, bis es klappt. Würde dann wahrscheinlich aber meine Stimme nicht dabei aufnehmen, sondern das dann eher nachkommentieren. Habe ich ab und zu ja schon mal gemacht bei manchen Let's Plays. Wenn ich nicht reden muss, wenn ich Let's Play, kann ich mich besser konzentrieren und dann klappt es auch manchmal besser. Aber abbrechen würde ich ein Let's Play, glaube ich, nicht.
So, zweite Frage und auch die letzte. Was hältst du davon, dass Star Wars Battlefront keine Kampagne bekommen soll, da sie laut EA eh keiner spielen würde? Und hast du Star Wars Battlefront 2 damals auch so geliebt, gefeiert und gesuchtet wie viele andere auch? Ja, dazu habe ich ja auch schon ein Video veröffentlicht zur Star Wars Battlefront Beta. Und da habe ich ja auch so ein bisschen schon drüber geredet, wie ich dazu stehe. Und ich finde es natürlich zum Kotzen, weil ich habe, wie du auch gerade schon gefragt hast, Star Wars Battlefront 1 und 2 geliebt damals auf der PlayStation 2 und habe auch die Kampagne stundenlang gespielt oder diesen Galaxis-Eroberung-Modus und fand es einfach super. Da war online ja noch nicht so ein Thema wirklich. Man konnte es zwar schon online spielen, aber da war es für mich noch weniger Thema als heute. Und ja. Und ich find's einfach schade. Es tut mir leid. Das Spiel sieht super aus, aber ich glaube auch, nach der Beta hat man jetzt auch schon mehrere Stimmen gehört, die es doch nicht so geil fanden. Zum Beispiel kritisieren einige auch die gleichen Punkte wie ich. Die anderen sagen, es ist einfach nur ein Battlefield-Verschnitt mit Star Wars drauf. Andere beschweren sich, dass es nur die alte Trilogie behandelt und irgendwie gar nichts von der neuen Trilogie da drin hat. Also keine Klonkrieger, keine Planeten und so weiter. Ob das so alles stimmt, weiß ich jetzt nicht, aber es ist das, was ich gehört habe. Und ja, der Teufelkonzern EA, was der sich in den Kopf setzt, das bleibt auch so. Ich denke mal, also ich glaube, dass sich Star Wars Battlefront, das neue, trotzdem wie geschnitten Brot verkaufen wird. Was dann wahrscheinlich auch Nachfolger nach sich zieht. Aber ich bezweifle, dass diese Nachfolger dann auch eine Kampagne haben. Es sei denn, die Schreie nach einer Kampagne werden so groß, dass sie dann noch einbauen, aber dann wird sie wahrscheinlich wieder so halbherzig wie bei Battlefield oder so. Und ja. Ich sehe da eher schwarz. Also ich glaube, alle, die so denken wie ich, dass sie lieber so ein Singleplayer-Erlebnis haben, müssen sich, glaube ich, damit abfinden, dass die Battlefront-Serie dann in nächster Zeit nichts für sie ist, sondern sich lieber auf andere Star Wars-Spiele freuen, die dann noch kommen würden. Vielleicht haben wir Glück und irgendwann erscheint dann doch noch Star Wars 1313 oder ein Star Wars Force an die 3. Das ist natürlich jetzt alles in den Sternen, weil LucasArts halt geschlossen wurde und so weiter und die ganzen Rechte bei irgendjemand anderem liegen. Und ja, naja, wir müssen abwarten und sehen. So, das war's auch mit den Fragen. Dann gibt's eigentlich noch was, worüber ich reden kann. Ja, Metal Gear Solid, also über so Spielethemen. Metal Gear Solid 5 haben wir ja schon drüber geredet, was ich davon halte. Ich weiß gar nicht, im letzten Vlog war es ja noch so, dass ich darüber erzählt habe, dass ich Assassin's Creed 4 dann doch noch nachgeholt habe. Das mir aber noch nicht so gut gefällt, ich es aber noch nicht durch habe. Mittlerweile habe ich es durch und mein Eindruck hat sich leider nicht geändert. Es ist wirklich nicht toll. Die Seefahrt ist das einzig Positive an diesem Spiel. Ansonsten ist es eigentlich alles wieder so 0815. Nach einer halben Stunde hat man wieder vergessen, worum es eigentlich geht. Der Hauptcharakter ist unsympathisch. Und das Größte, was mich gestört hat, war... Ich will jetzt auch nicht wieder zu viel über Assassin's Creed abhaten. Ich glaube, einigen von euch nervt das schon. Aber es war ja im Vorfeld immer so, dass man gehört hat, ja, man spielt Edward Kenway, das ist ja der Vater von Hathem Kenway, den man ja aus Assassin's Creed 3 kennt, der Vater von Connor ist, der Hauptperson aus Assassin's Creed 3. Und ich habe mich halt die ganze Zeit so storymäßig darauf gefreut, boah, wann bekommt er endlich seinen Sohn und merkt man da schon, was das für ein Arschloch ist? Nix. Du spielst das Spiel durch und das Einzige, was du von dem Sohn siehst, ist eine kurze Zwischensequenz am Ende, wie er neben Edward in einer Oper steht und ihn doof anlächelt. Das war's. Ey, die hätten das echt so machen sollen, wie bei Red Dead Redemption zum Beispiel. Ich will da jetzt auch nicht zu viel spoilen, aber bei Red Dead Redemption, der hat ja auch einen Sohn und irgendwann trifft man diesen Sohn und man kann auch noch Zeit mit diesem Sohn verbringen und ein paar Nebenmissionen machen. Wie geil wäre das, wenn die das eingebaut hätten, dass du irgendwie, dass er mitten im Spiel seinen Sohn bekommt, dann vergehen ein paar Jahre und der Sohn ist schon ein bisschen älter und du erlebst dann so ein paar Abenteuer mit ihm, machst so ein paar Nebenmissionen. Gehst zum Beispiel jagen, bringst ihm das Jagen bei oder was weiß ich. Und dann merkst du aber schon, wie blutrünstig er ist und dass er total abdreht und so langsam Richtung Templar läuft. Das wäre super Storykniff gewesen. Aber die Assassin's Creed-Leute, die haben es momentan einfach nicht mehr raus. Vor kurzem ist ja auch Assassin's Creed Syndicate rausgekommen, das aktuellste. Da habe ich jetzt auch schon gehört, dass es wieder besser sein soll, was storymäßig an ist. Aber ich vertraue dir nicht. Ich mach erstmal Pause mit der Story. Wenn ich jetzt wieder sagen würde, ich werde das nie wieder anfassen, dann kommen wieder gleich einige um die Ecke und sagen, ja, das hast du bei Assassin's Creed 4 auch gesagt, stimmt. Deswegen sage ich, ich mache Pause. Es schließt nicht aus, dass ich jemals wieder, dass ich nie wieder Assassin's Creed spielen will, aber momentan habe ich absolut keinen Bock drauf. Ja, ich glaube, das war es auch so gewesen. Ich gucke mich gerade um, ob ich noch irgendwas finde, wo es sich lohnt zu reden, so spieletechnisch oder so. Aber ich glaube nicht. Dann bleibt mir jetzt nur noch wieder meine Filmtipps vielleicht. Ich habe mir diesmal auch zwei Filme rausgesucht.
Einer, weil ich ihn vorstellen wollte, weil ich ihn erst vor kurzem gesehen habe. Und der andere, weil bald Halloween ist und ihr vielleicht noch einen Filmtipp dafür braucht. So, der eine, den ich vorstellen wollte, ist nämlich John Wick. Den kennen viele von euch bestimmt auch schon. Der ist noch gar nicht so alt, von letztem Jahr, glaube ich. Oder von diesem Jahr sogar. Ich weiß es gar nicht. Also auf jeden Fall nicht alt. Ist mit Keanu Reeves in der Hauptrolle und ist ein reiner Actionstreifen. A la Taken, könnte man sagen. Keanu Reeves spielt dort einen Mann namens John Wick, wie der Name halt sagt. Und ja, es fängt eigentlich so ganz, na, idyllisch würde ich jetzt nicht sagen, es fängt schon traurig an. Man sieht Keanu Reeves, wie er trauert um seine Frau, weil die verstorben ist. Wahrscheinlich, wie war ich, glaube durch eine Krankheit oder durch Krebs oder irgendwie sowas. Irgendwie ist sie verstorben. Ich habe es jetzt wirklich wieder vergessen. Und deswegen wohnt er jetzt allein in einem ganz großen Haus, das er sich irgendwann mal geleistet hat und lebt so in seinen Tag hinein und hat eigentlich nichts mehr, an was er sich erfreuen kann, außer seinem Auto, weil das so eine gemeinsame Erinnerung ist an seine Frau, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ja doch, es muss Krebs gewesen sein, weil seine Frau schickt ihm dann posthum, also nach ihrem Tod, noch ein Paket, weil sie natürlich wusste, dass sie bald sterben wird. Und in diesem Paket ist ein kleiner Hund, der ihn ein bisschen aufheitern soll und ein bisschen dafür sorgen soll, dass er nicht mehr so traurig ist. Und dann freundet er sich auch wirklich mit dem Hund an, denn er wächst ihm schnell ans Herz. Dann kommt es aber so, wie es kommen muss. Er fährt mit seinem Auto rum und tankt und ein paar seltsame Gestalten, übergelaunte Russen, sprechen ihn an der Tankstelle an. Der Anführer der kleinen Gang ist gespielt von dem Schauspieler von Theon Graufreud oder Theon Greyjoy aus Game of Thrones. Ich habe jetzt den Namen vergessen. Und ja, der spricht ihn schon so aufs Auto an. Ja, hey, was ist denn mit dem Auto? Willst du es vielleicht verkaufen oder so? Und er sagt dann, nee, das ist nicht zu verkaufen. Und dann beleidigt der Russe ihn auf Russisch. Und John Wick antwortet aber auf Russisch, was ihn erstmal sehr verwundert, und fährt dann weg. Und dann ist es leider so, wie es kommen soll. Das ist auch kein großer Spoiler, weil es in den ersten paar Minuten passiert. Mitten in der Nacht wird bei John Wick eingebrochen und ein Wunder, es ist diese Gruppe, die ihn an der Tankstelle angesprochen hat, klauen sein Auto und machen noch etwas sehr Gemeines, was den Hund betrifft. Und das kann John Wick einfach nicht auf sich sitzen lassen. Der ist so niedergeschlagen danach und man erfährt so ein bisschen langsam die Hintergrundgeschichte, dass er damals ein, und das ist auch so ein geiler Moment, als dann der Russe, dieser Anführer, dann seinem Boss, der auch sein Vater ist, so mitteilt, ja, hey, wir haben hier so ein Auto geklaut von so einem John Wick und so weiter. Und der Typ wird kreidebleich und sagt, John Wick, du hast einen großen Fehler gemacht. Und dann erfährt man, dass John Wick damals Teil dieser Mafia-Gang war. Und er war der berüchtigste und berühmteste und beste aus der Bande und hat massenweise Leute umgelegt. Und das alte Blut steckt noch immer in dem. Und dann begibt er sich auf einen blutigen Rachefeldzug, um alle dafür hinzurichten, die etwas Böses angetan haben. Und so viel soll es zur Story auch gewesen sein. Vielmehr gibt die auch nicht so preis. Also storymäßig eher dünn. Aber der Film erinnert sehr stark an Taken. Da war die Story ja auch eher dünn. Aber trotzdem ein fantastischer Film. Zumindest der erste Teil. Und ja, was Keanu Reeves da abliefert an den Gefechten, sie nennen es selber Gun-Fu. Also er macht da Stunts und Kämpfe mit seinen Knarren. Die hat man so noch nicht gesehen. Er wirbelt sich selber um Gegner rum, ballert in den Bauch, wirft die weg hinterm Kopf und schießt dann einen anderen Typen. Mein Lieblingskill ist einer, da fährt er mit dem Auto, überfährt einen Typen und der rollt dann über das Dach und während er über das Dach rollt, ballert John Wick halt so aus dem Auto raus, so übers Dach, damit er den noch trifft. Und das sind halt so Stunts, die hat man lange nicht mehr gesehen und der fesselt einen bis zur letzten Sekunde. Das ist wirklich cool gemacht. Und ja, mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Wer auf so Filme halt wie Taken steht und so richtige Action-Blockbuster und schon mal lange wieder nach was gesucht hat, der wird mit John Wick auf jeden Fall fündig, weil das ist ein echt toller Film. Falls ihr gerade Geräusche im Hintergrund hört, wie so ein Getrippel, das ist mein Hund, der gerade hier wieder rumläuft. Und ich glaube, jetzt gerade gucken kommt, was wir hier machen. Oder auch nicht. Ja, also wer John Wick noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall reingucken, und wer sich für Actionfilme interessiert sowieso, ihr könnt damit nichts falsch machen. So, und der andere Film, den habe ich erst gestern gesehen und habe mir gedacht, den kann ich heute auch vorstellen, weil bald ist Halloween. Wahrscheinlich ist gerade schon Halloween. Scheiße, dann muss ich das ja vorher vielleicht noch hochladen. Vielleicht lade ich es an Halloween hoch, wenn ich es hinkriege. Fuck, da hetze ich mir gerade selber was auf. Ist ein Film, auch noch nicht so alt, heißt Sinister. Ja, ist wirklich noch nicht so alt. In Sinister geht es darum, um einen Mann mit seiner Familie. Der Mann heißt Allison irgendwas, gespielt von Ethan Hawke oder Hawkey. Ich weiß nicht, bis heute nicht, wie man diesen Namen richtig ausspricht. Ist ein
ja, mittelmäßiger Schriftsteller, hatte mal einen großen Hit damals mit einem Buch, das heißt, glaube ich, Kentucky Blood oder irgendwie so weiter. Und das war halt sein Ruhm. Seitdem läuft aber nichts mehr so wirklich. Und er hat so die Eigenschaft, dass er echten Mordfällen auf den Grund gehen will und darüber ein Buch zu schreiben. Und da geht er auch manchmal ein bisschen zu weit, weil er meistens in die Nähe der Häuser zieht, wo Leute gestorben sind. Dieses Mal ist er noch ein bisschen weiter gegangen und ist genau in ein Haus gezogen, wo Leute gestorben sind. Die wurden grausam an einem Baum erhängt. Eine ganze Familie, zwei Kinder, zwei Erwachsene, glaube ich. Oder sowas. Oder drei Erwachsene, ein Kind, irgendwie sowas. Und ja, die zieht er ein mit seiner Familie, verrät seiner Frau natürlich nicht, was da passiert ist, und findet beim Einziehen auf dem Dachboden dann eine Box, eine Filmdose mit Super 8 Filmen, also diesen Rollen da. Und guckt sich diese Filme an, die haben auch alle irgendwie so nette Namen, wie Barbecue 79 oder Die Familie hängt rum 2011. Und die Filme fangen dann auch immer so schön an, man sieht eine Familie, wie sie spielt. Es ist immer eine Familie, es sind immer Mutter, Vater und mindestens zwei Kinder. Und sie spielen dann, und dann kommt ein harter Schnitt und man sieht das Grauen. Dann plötzlich, es gibt zum Beispiel einen Film, da sieht man eine Poolparty. Und man merkt auch schon die ganze Zeit, dass der Typ, der gefilmt hat, nicht in der Poolparty beteiligt war, sondern immer aus so einem Gebüsch wie so ein Voyeur, was einem schon komisch vorkommt. Und dann kommt ein harter Schnitt, wo man nachts den Pool sieht und da liegen alle Leute, die an der Poolparty waren, also die Familie, liegen auf Bänken, an denen ein Stein und ein Seil befestigt ist, und du siehst aus der Perspektive des vermeintlichen Killers, wie er an dem Seil zieht und alle nacheinander ersaufen lässt. Und das ist nur einer von diesen Filmen, die er findet, und das schockiert ihn natürlich, und auf den Bändern sieht er dann auch eine mysteriöse Gestalt, der später nur als der Boogeyman bekannt ist. Das hört sich alles sehr bekannt an, Horrorfilme, man sieht in dem Film auch nichts Neues, man hat das Gefühl, man hat alles irgendwie schon mal gesehen, aber ich finde, allein durch diese Filme, die er sich immer nach und nach anguckt. Das ist so ein bisschen wie bei Paranormal Activity, wenn immer so eine neue Nacht angefangen hat und man gedacht hat, okay, jetzt gleich passiert was. So ähnlich ist es auch bei den Filmen, und es unterhält einen wirklich gut. Und er hat auch nicht gelangweilt. Also es ist kein super Horrorfilm, aber wenn ihr mal wieder was zum Gruseln haben wollt oder so, dann ist der auf jeden Fall nicht schlecht. Ich glaube, da müsste mittlerweile auch der zweite Teil irgendwie im Kino sein. Den habe ich aber noch nicht gesehen. Wie gesagt, ich habe den ersten gestern das erste Mal gesehen. Ja. Also wenn ihr Interesse habt, guckt mal rein, ihr könnt. Es gibt so viel schlechte Horrorfilme. Gerade dieses Horrorfilm-Genre ist ja ein großes Fach, wo es viel Scheiße gibt. Und ja, das ist einer der wenigen guten davon, würde ich sagen. Also der hat mir ganz gut gefallen. So, das soll es mit den Filmtipps und dem Vlog auch schon wieder gewesen sein. Nochmal vielen Dank für alle, die zugeschaut haben, und vielen Dank für die ganzen Fragen, die ihr mir geschickt habt. Ja, fürs nächste Mal bitte auch wieder Fragen. Ihr könnt euch aber auch Zeit lassen. Ich weiß, es ist nicht immer so einfach, sich Fragen auszudenken. Vielleicht habe ich ja auch was, über das ich reden kann. Achso, dann wollte ich noch was ankündigen, bevor ich es jetzt vergesse. Ich habe zwar heute schon einen phänomenalen Stargast mit Shia LaBeouf, aber im nächsten Vlog, das ist Vlog Nummer 30, wollte ich mal wieder was, ja, ein bisschen was Besonderes machen, und habe mir da auch jemanden eingeladen, und zwar den Kollegen vom Videospieltagebuch, der auch mit mir Remember gemacht hat. Falls ihr nicht wisst, wer das ist, guckt einfach mal kurz rein, vielleicht auch auf dem Videospieltagebuch-Kanal. Mit dem habe ich auch schon ein paar Let's Plays gemacht und so weiter. Und der wollte auch mal gerne an einem Vlog dabei sein, und deswegen wird er am nächsten Vlog auch dabei sein. Und deswegen könnt ihr auch ruhig Fragen an ihn schicken, an uns, an ihn, an mich, einfach so. Und ich habe ihn auch gebeten, dass er sich einen Film aussucht, um einen persönlichen Filmtipp an euch weiterzugeben. Ja, ansonsten war es das für den Vlog. Also nicht vergessen, nächste Vlog-Ausgabe ein Gast. Deswegen bitte auch Fragen an ihn und Fragen an mich und so weiter und so fort. Und ja, das soll es auch gewesen sein. Nochmal vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei Shia LaBeouf. Und ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt, Shia, und du hast jetzt noch 30 Sekunden, um dich von den Zuschauern zu verabschieden. Bis dann. 30 Sekunden, simple. Alright. Pressure, whatever. Hey Mom, it's really Joe. Bet you never thought this would fucking happen, huh?